leider, ich kann es nicht spontan machen. Ich muss es lesen. Entschuldigung dafür. Herzliche Grüße von Encot. Ja. Die Europäische Bürgerkoalition für gerechte und wirksame Drogenpolitik. Heute sind Millionen Menschen aus ganz Europa im Geiste bei euch. Menschen, die genauso stur sind wie ihr, genauso überzeugt und die genau wie ihr der Meinung sind, dass es sich lohnt, langsam, aber sicher korrupte Machtstrukturen aufzulösen, die auf Lügen und Voreingenommenheit basieren. Vor 54 Jahren haben sich die Vereinten Nationen in New York getroffen und einen weltweiten Bann gegen Cannabis, Coca-Blätter und Opiummohn verhängt. Drei wundervolle Pflanzen, die der Mensch schon seit Tausenden von Jahren aus Genuss oder Stärkungsmittel zu sich nimmt. Seitdem wurde so viel Propaganda verbreitet, dass die vorherrschende Meinung zurzeit ist, dass diese Pflanzen kontrolliert werden sollten und dass diejenigen, die sie sich zu sich nehmen wollen, möchten, mit den Vor- und Nachteilen des Konsums nicht eigenständig umgehen können. Wie aber ist der Staat bisher mit den Vor- und Nachteilen umgegangen? Indem er Drogen für verboten erklärt hat, hat er sie in die Hände von Kriminellen gelegt, mit vernichtenden Auswirkungen. Die Vereinten Nationen geben den weltweiten Umsatz der gesamten illegalen Drogenindustrie jedes Jahr mit etwa 400 Milliarden Euro an. Die Produktionskosten betragen dabei weniger als 1%. Also gehen davon 396 Milliarden Euro Drogengeld landen in den Händen mächtiger finanzieller Interessengruppen, die in der westlichen Welt gut etabliert sind. Für diese Gruppen ist die geopolitische und militärische Kontrolle von Drogenschmuggelrouten ebenso strategisch wichtig wie die von Pipelines für Öl. Darauf läuft der Krieg gegen Drogen also hinaus. Der Krieg gegen Drogen schützt nicht die öffentliche Gesundheit, er schützt Drogengeld. Nächstes Jahr im April treffen sich die Vereinten Nationen wieder in New York und diskutieren, wie sich der Tatsache gegenübertreten, dass immer offensichtlicher wird, dass der Krieg gegen Drogen eine gigantische Lüge ist. Ungas 2016 wird zur wachsenden Beweislast Stellung nehmen werden müssen, dass die Kriminalisierung von Substanzen, die der Mensch seit Alters her verwendet, eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz ist. Durch Gewalttaten im Zusammenhang mit illegalen Drogen sterben jedes Jahr 250.000 Menschen, mehr als durch die gefährlichsten Drogen selbst. Die Wissenschaft lügt nicht. Beweise lügen nicht. Der Versuch, ein Problem, das im sozialen Bereich angesiedelt ist, mit der Polizei zu lösen, ist ein absoluter Fehler. Die internationalen Antidrogengesetze sind so unwirksam und kontraproduktiv, dass Länder und Bezirke auf der ganzen Welt nicht mehr mitmachen wollen. Der Lösungsweg ist einfach und wird, während wir hier stehen, eigenmächtig von Portugal bis Alaska angewandt. Einzelne Staaten, Regionen, sogar einzelne Städte wollen das Recht haben, ihre eigene Drogenpolitik zu machen. Für uns als Cannabiskonsumenten ist es an der Zeit, dass wir die Regeln ändern können, nach denen gespielt wird. Wir brauchen weder die Vereinten Nationen, noch Regierungen, noch Ärzte oder Unternehmer, die uns geben, was uns gehört. Das Recht, sich selbst mit Substanzen zu behandeln, die natürlich vorkommen. Lasst uns die Kraft brauchen,
Lasst uns die Kraft brauchen, die wir durch Hanf erhalten. Wir können das Verbot dadurch durchbrechen, indem wir mit eigenen Händen eine Alternative schaffen. Der Schlüssel zu einer anderen Hanfpolitik liegt bei uns. Es gibt fast keine Sache, bei der ein Konsument so schnell zu einem Selbstversorger wird. Durch die Verbreitung von Wissen und Technik werden immer mehr Menschen in Europa selbst aktiv und bauen selbst an. Und wenn das durch eine Behinderung, Platzmangel oder aus anderen Gründen nicht geht, dann sollte es möglich sein, sich an einen Verein zu wenden, der den Anbau von Hanf organisiert und damit den Bedarf seiner Mitglieder deckt. Ein Verein, ein Cannabis Social Club, der keinen Gewinn erzielen will, sondern gesundes Cannabis zu einem fairen Preis herstellt und der sich einfach nur das Recht herausnimmt, selbst anzubauen. Und dabei vor allem transparent ist und offen für einen Dialog mit jedermann. Inzwischen gibt es diese Cannabis Social Clubs in Spanien, Belgien, Slowenien und den Niederlanden. Dies hat bisher noch nicht zu einer wegweisenden Rechtsprechung geführt. Aber es ist bewiesen, dass zumindest einige Richter in Europa gewillt sind, das Undenkbare zu tun und Menschen frei zu sprechen, die das Cannabisverbot in Frage stellen und danach handeln. In Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und auch in Deutschland verwenden Aktivisten den Begriff, um die öffentliche Debatte anzustoßen. Der Eigenanbau, genauso wie Cannabis Social Clubs, sind der neue Streifen am Horizont, das Licht am Ende eines 54 Jahre langen Tunnels, ein Weg in eine bessere Welt, in der Bürger zeigen, dass sie keine Schafe sind, sondern mündig, verantwortungsvoll und selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden können. Wie dieser Kampf angeht, ausgeht, liegt an uns. Wenn wir fest dazu stehen, was wir sagen, wenn wir keine Angst vor den Konsequenzen haben, wenn wir uns stolz einem ungerechten Gesetz widersetzen, wenn wir bereit sind, Beschuldigungen, Androhungen von Geld- und Gefängnisstrafen und andere Drohgebärden auszuhalten, und wenn wir nicht der Versuchung erliegen, dass wir unseren kleinen, durch Aktivismus erkämpften Spielraum nur für finanzielle Interessen zu nutzen, dann erreichen wir viel mehr als nur die Legalisierung von Hanf. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht blind an Dogmen glauben, sondern aus der Geschichte lernen und durch den Austausch von Wissen. Für eine Gesellschaft, in der die öffentlichen Gelder dafür verwendet werden, uns vor Risiken und vor Schaden zu bewahren und nicht um diese erst heraufzubeschwören. Für eine Gesellschaft, in der die staatlichen Kräfte nur dann in die Privatsphäre ihrer Bürger eingreift, wenn es wirklich einen ernsthaften Grund dafür gibt. Die Hanfparade ist heute Abend nicht vorbei. Sie geht in unseren Herzen und Köpfen weiter. Lasst uns zusammenarbeiten und die beste Möglichkeit finden, wie man die Hanfprohibition in Berlin, Deutschland und im Rest der Welt beenden kann. Es lebe die Wahrheit über Hanf. Es lebe das Recht, nicht kriminalisiert zu werden, weil man ein Stück Natur zu sich nimmt. Es lebe das Recht, unsere geistige und körperliche Freiheit wieder zu erlangen. Es lebe die Hanfparade. Dankeschön, schönen Abend. Vielen, vielen Dank an Job Omen.